Lieber Ranger, mein Name ist Brian Goodwin. In der Nähe dieser Nachricht sollten Sie auch ein paar Bohrhaken gefunden haben. Würden Sie mir einen Gefallen tun und Sie mir ein paar Post schicken? Meine Anschrift lautet 55 Foxtrot, Lane, North Platte. Steht da wirklich so? Nebraska, 69 101. Wenn Sie mir Ihren Namen und Ihre Anschrift mitteilen, erhalten Sie eine Belohnung. Fragen Sie vielleicht, warum ich Sie hier gelassen habe? Sie gehören meinem Vater. Und ich will nicht, dass er Sie verliert. Aber ich will auf diesem Ausflug auch nicht mehr klettern. Deshalb habe ich so getan, als ob ich Sie verloren hätte. Wenn Sie sie mir schicken, ist alles wieder gut. Vielen Dank für Ihre Mühen. Beste Grüße, Poin. PS, die Belohnung ist gut. Und natürlich erst einmal hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Firewatch. In der letzten Folge haben wir ja die Höhle bestiegen, weil wir dann endlich die Schüssel gefunden haben und so. Da hat uns einer eingesperrt. Wir mussten durch die Höhle latschen. Aber wahrscheinlich dieselbe Person, die uns verwüstet hat, unseren Turm und so weiter und so fort. Und dann sind wir hier auf dieses Lager von diesem Kind gestoßen. Ja, mal sehen, wie es weitergeht. Wird er sich eine kleine Burg einrichten wollen und sowas? Mal gucken. Schema für UKW-Funkgerät. There's a ham radio schematic here, something Brian was working on. Yeah, I think that was the one thing Ned did do with him. You know, tinkering on stuff like that. Plan für UKW-Funkgerät von Brian und Jeanette Goodwin. Nehmen wir mit. Lander, Wyoming. There's also a postcard here from Brian to, I guess, his neighbor. What's it say? That he's with his dad and sorry he can't mow his lawn this summer. Oh, gosh. And also he was worried his dad didn't know when school started. I'd say that's a lucky break if I were him. Yeah, that doesn't surprise me. Ned didn't really seem like a, you know, with it dad. Lieber Mr. Zackler, ich bin mit meinem Dad in Lander, Wyoming. Es ist wirklich schön hier. Dad war in einer Gegend namens Sings Canyon angeln. In Wyoming sieht es fast überall so aus wie zu Hause in Nebraska. Aber wenn man weiter wandert, gibt es Berge und Wälder. Tut mir leid, dass ich diesen Sommer nicht Ihren Rasen mähen kann. Ich hoffe, Sie haben einen passenden Ersatz für mich gefunden. Könnten Sie zurückschreiben und meinem Dad sagen, wann die Schule wieder anfängt? Ich glaube nämlich, er weiß es nicht. Ihr Freund und Nachbar Ryan Goodwin. There's a busted old toy out here, some sort of electronic game. Yeah? I like Pong. Everybody likes Pong. Gosh, Brian had everything he loved out there. Na, es wurde noch das Display eingebrannt oder na gut, zerbrochen auch, zersplittert, aber auch eingebrochen scheinbar. Soll das ein Gameboy darstellen? Ja, so ein bisschen sieht's aus. Bunch of rocks stacked up. You made a wall and a perimeter. God. Yeah, that's perfect. You know, maybe he made it because he was afraid of them. Whenever I think of Brian possibly going through this crap, I get sick to my stomach. Yeah. Sorry. Fünf Grad nördlich. 250. Ja. Ein Comic-Heft. He'd hide out here to read comics.
The black band, his grief is his enemy's sorrow. Everyone this guy loves gets killed, so he honors them with a black armband which gives him superpowers. Well, that's fucking dark. Kann ich das mitnehmen wenigstens? Auch nicht. April 86, das dritte Band. Mhm. Ich will das aber mitnehmen. Ich leg mal wenigstens alles auf den Tisch. Das mache ich jetzt ordentlich. Wo ist eigentlich das Comic-Heft eigentlich hingefallen? Mitnehmen, schade. Gib dich tiefer in die Höhle. Na, ja, wollen wir langsam mal weitergehen. Ach, du bist ein Ochs. Ich will einfach nur lesen, was hier steht. Waldener Fels. Haken in Felsplatte Schlag. Denk doch nicht. There's gotta be something. Why else try to kill me? I don't know, really. I mean, we gotta find out. What do you think? Whatever it is, they don't want you telling anyone about. I mean, they closed the door when they could have just... bashed your head in with a rock or chopped you up with a... Are you serious with this shit right now? A hatchet. God, are you sure you want to go back in there? Honestly, I just want to know. I want to know what is worth doing everything that's been done to us. Yeah, me too. And not going to jail would be a nice kicker. So, mal sehen, wo wir dann hier rauskommen, mit dem Weg folgen. Was ist denn der Weg dann da hoch? Jetzt müssen wir theoretisch nach unten. Oh, also, those girls turned up. Looks like you didn't kill them. Nobody did. They took some farmer's tractor for a joyride down in Riverton and, landed in jail. I wonder if they know anything. If there's some way to ask them about whatever happened at their camp. I think we'd be smart to let sleeping dogs lie. You're probably right. Ja, der Weg ist richtig. Wir sind auf dem rechten Pfad. Hä?
oben ist die Höhle. Gut. Wer denn? Das Ding ist wieder zu. Oh, ich zwing mich durch mit meiner dicken Wampe. Oh, hätte ich lieber nicht so viel getrunken und gegessen. Ich muss mir erst Hit-Ups machen. Deswegen war das eigentlich, wo wir runterklettern konnten jetzt. Bin ich schon vorbeigelaufen? Ja, ich bin vorbeigelaufen. Na gut. Komisch. Ach, hier war das, na gut. Ich seil mir mal einen ab. Oder seilt sich wirklich an, ob der Kerl so wie das sich anhört. Was hat er in die Hose gemacht? Puh, ist das erleichtert. Jetzt hat er sich erleichtert. Oh. Schön. Oh, wie komme ich da nur wieder jemals hoch? Naja, muss ich halt hier unten leben. Ich kann wieder hochklettern, Gott sei Dank. Sonst muss Henry halt hier unten versuchen zu überleben. Und das war's. Da vorne liegt ein Wesen. Ah, shit. Ein Kind. Dessen Schuh da oben also liegt. You... Oh Gott, you're Brian Goodwin.
Brian Goodwins Leiche. You fell. Your stuff gave out. Oh, you poor fucking kid. Also, ich kann ja hier nicht funken. Ja, sieht man die kaputte Klettausrüstung, wo das Ding abgegangen ist, gerissen ist, keine Ahnung, gerissen ist. Das ist ja runtergefallen, hat sich also alles gebrochen. Wahrscheinlich hat das Genick gleich gebrochen. Der Schuh liegt da oben. Der hat also noch ein paar Steine auf den Kopf bekommen. Armer Junge. Der arme, arme Junge. Ist dann nie wieder nach Hause gekommen, konnte den Rasen des Nachbarn mähen. Konnte sein Projekt nie abgeben, hat eine schlechte Note bekommen. Oh, das ist ja dann egal. Nur was ist mit dem Vater, der hat dann auch verschwunden, hat die Dings gesagt, die Delayer. Was halt. Ja. Oder was meine Vermutung ist, was manchmal bei solchen mystischen Sachen ist, dass vielleicht der Vater der Typ ist, der uns die ganze Zeit auf den Nerv geht. Und unser Türmchen verwüstet hat. Das letzte Mal auch in Turm drin war und es niedergeschlagen hat. Und das vielleicht der Vater vielleicht von dem Jungen, der dann also verschollen ist und verschwunden ist, dass der uns belauscht und abhört und was weiß ich. Ich weiß wohl nicht, warum er das macht. Aber vielleicht hat Angst ins Gefängnis zu kommen, weil der Junge gestorben ist wegen fahrlässiger Tötung oder so. Hat zwar ein Unfall gewesen, aber keine Ahnung. Wenn er eh ein schlechter Vater war, kann es sein, dass vielleicht die anderen ihm das nicht glauben und sie ihm sagen, nein, das war keine fahrlässige Tötung, du hast ihn getötet. War ja die abgebrannte Hütte, die wir gefunden haben, als Delayer uns nichts gesagt hat und wir gefragt haben, wie ist eine abgebrannte Hütte, als wir auch wie so ein Türmchen gewesen, wo wir drin sind und leben. Dass vielleicht der Vater vielleicht von dem Jungen dann den Turm kaputt gemacht hat und abgefackelt hat, um Spuren zu verwischen oder so. Oder vielleicht seinen Tod vorzutäuschen, vielleicht wegen seiner Schande, weil der Junge gestorben ist oder weil er nicht in den Knast will. Wegen fahrlässiger Tötung oder sowas, keine Ahnung. Dass vielleicht der den Turm, also dieses Häuschen da abgebrannt hat. Kann auch sein. Oder der Vater war so ein böser Vater, dass er wollte, dass der Junge stirbt. Und dass er vielleicht das Seil manipuliert hat. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber man weiß es ja nicht. Kann ja auch sein. Wenn das so ist, dann hoffe ich, dass der Vater ins Gefängnis kommt und nie wieder rauskommt. Und wenn nur als Leiche. Und dann am besten, wenn er den wirklich dann getötet hat, seinen Jungen. Dass er dann die Todesstrafe bekommt. Wir sind ja schließlich in den USA wahrscheinlich oder in Kanada. Und er wird das gemacht. Sowas geht nicht. Wenn es so ein Unfall war, na gut, tja, weiß auch nicht. Ach, hier sind wir jetzt, im Eingang. Mach die Tür wieder zu, na, lass uns halt auf. Unten steht da gleich einer und hat mir wieder einen auf den Hinterkopf. Nein. Hey, Dee. There you are. I've been worrying my ass off.
You need to call search and rescue. What? There's a body in the cave. It's Brian Goodwin. You gotta be fucking kidding me. How does that... What? I don't... How? Climbing, I think, or made to look like a climbing accident. Mm-hmm. I think that's just what it was. I mean, he was probably exploring the cave and maybe his rope gave out. But whoever locked me in there probably didn't even know about him. I'm sorry, Delilah. I'm so sorry. He'd be alive if I had told someone he was out here. I don't know where he'd be, but I can assure you it would not be rotting at the bottom of that cave. There's nothing to say. Hike back. I think we're leaving tomorrow anyway. Sieht aber nicht gut aus. Na, wo ist ein Flugzeug? Vielleicht ein Löschflugzeug. You see that plane? No, I was just busy packing up. Well, there's gonna be a lot more. The service says this thing is 2% contained. Well, is this the Flapjack fire or the site fire or? Well, the two fires merged into one unmitigated disaster. They're renaming it after my lookout. You about packed up? Shouldn't we talk for a sec, you know, about things? About what? About what happened to Brian. I don't have much to say. I'm fine. I'm sad. I'm whatever. I keep thinking about him down there, and I just want to get far away from here. What can I do? We just have to wait for the helicopters. Okay. Until then, could you follow that signal? Maybe? Holy crap. Yeah, oh my god. We don't know what it is. It could be nothing. Yeah, it could also be whoever was listening to us. Whoever made the tape. Okay. Yeah, look, you should pack up everything you need in case we get the call and you can't come back. Alright, look, if something happens... I'll remember you. I was hoping you'd have a backup plan or something. Yeah, okay, I'm probably gonna move to Canada. Ontario, maybe. No, I meant if something happens to me. Right, if you don't find out who made the tape and I have to hit the road. Forget it. Be safe, Henry. Hallo, Kurt Reynolds. Wenn ich nicht mehr zurückkomme, ich nehme dich mit, liebe Schildkröte. Yeah, she's a turd. Nicht wieso alles zusammenpacken muss. Wegen dem Feuer. Nehme ich die Thermoskanal mit oder auch nicht. Hier Klopapier kann ich immer gebrauchen, kann ich aber nicht mitnehmen. Schade. Glasreiniger? Nein. Hey, leg das ordentlich zurück. Mit. Bild von Julia nehmen wir mit. Was zu trinken, das nehmen wir auf alle Fälle mit. Do you have any interest in any of Brian's stuff? This map he drew, maybe? No. That's all right. You sure? Yeah, Henry. I'm sure. I don't want a dead boy's drawing. Gut, wenn du das nicht willst. Das
Kräfte mitnehmen, ja. Noch irgendwas, was ich mitnehmen kann. Alles, was ich gefunden habe, hat er als dann hier aufgehängt, der Kerl. Mütze nehmen wir auf alle Fälle mit. Ich glaube, mehr können wir nicht mitnehmen, wie es aussieht. Ich weiß nicht, ob der jetzt speichert, wenn ich jetzt ausmache. Wahrscheinlich nicht. Muss wahrscheinlich irgendwas schaffen, dass der... Ui, hier sieht es aber nicht gut aus. Na, vielleicht ist das Spiel auch bald vorbei. Ich habe ja noch 4 Minuten. Vielleicht habe ich dann irgendwas so abspeichert. Nächstes. Ja, na also. Hat abgespeichert. Es wären zwar noch 4 Minuten Zeit, aber das lohnt sich jetzt nicht mehr. Wenn euch also diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das Video teilt, liked, kommentiert, meinen Kanal abonniert, mir bei Twitter und Facebook folgt, Discord vorbeischaut. Und bei der nächsten Folge werden wir dem Signal weiter folgen. Hoffen, dass wir hier nicht durch diesen Rauch umkommen und durch das Feuer, was wahrscheinlich ist, überall schön langsam hier sich ausbreitet. Unsere Schildkröte haben wir auch mitgenommen. Dass wenn der Turm wahrscheinlich dann nicht mehr zu retten ist oder so, dass wir das haben. Denn unsere Lieblingsschildkröte Turt Reynolds, die muss mit. Unser Haustier, was wir gefunden haben. Ja. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.